Die hübschen Handwechsel, um von linker, rechter Hand oder Doppelhandhaltung in rechte zu kommen, in ein paar kreativen Weisen sozusagen. Die Variante Nummer 1 war ein Damensolo. Das nehmen wir immer einfach, weil es schöner aussieht. An dessen Ende er seine Handfläche so nach oben dreht, wie ein Kellner oder wenn er einen Pizzateig machen würde. Dann dreht er eine Spottan, ein Herrensolo unten durch, aber nur drei Viertel und kann hier meine Hand locker übernehmen, für welche Figur ihr auch immer dranhängen wollt. Zum Beispiel erstmal nur ein Crossbody-Lied. Das war schon Handwechsel Nummer 1. Wir zeigen es nochmal von der Seite. Wir haben das Damensolo, weil es schöner aussieht. Dann diese Kellnerhand, er tanzt unten durch, drei Viertel, übernimmt die Hand und führt die Dame rüber. Handwechsel Nummer 2, auch wieder ein Damensolo. Dann darf der Herr auch wieder drehen, diesmal bleiben die Hände unten und er greift hinter seinem Rücken nach meiner rechten Hand, macht wieder eine Dreivierteldrehung, um direkt die Figur eingeleitet zu haben. Machen wir nochmal, die Dame darf drehen. Dann dreht er, lässt die gefassten Hände unten, greift hinter seinem Rücken um und führt sie nach drüben. Crossbody-Lied. Der Handwechsel Nummer 3 geht nicht mit einem Damensolo los, sondern wir starten in ein Herr aus dem Weg. Und wenn sie an ihm vorbeiläuft, so zwischen 4 und 5 oder so, ist der perfekte Moment, wo er mit seiner rechten Hand ihre rechte Hand übernimmt und dann kommen wir in rechte Hand an, als wäre nichts gewesen. Nochmal von der Seite. Herr aus dem Weg 1 bis 3, ganz normal. Wenn sie an ihm vorbeiläuft, Hand übernehmen, rauskommen, neue Figur vorbereiten. Handwechsel 4 sind wir jetzt, glaube ich. Geht auch los mit einem Herr aus dem Weg. Und dieses Mal darf der Herr weiter drehen, auch in die, also nach links, von ihm aus gesehen sozusagen, von uns beiden. Links rum, eine Spot-Turn mit 360 Grad. Dabei legt sich meine Hand an seine Hüfte. Ich kann an seinem Rücken entlang streichen und wir kommen automatisch rechte Hand raus. Hier nochmal, er leitet ein Herr aus dem Weg ein. Meine Hand landet an seinem Rücken, streichelt einmal an ihm rum und wir kommen in rechte Hand raus. Handwechsel Nummer 5. Ein Herr aus dem Weg. Diesmal darf der Herr rechts rumdrehen. Am besten benutzt ihr dafür eine Hook-Turn, weil es einfach salsa-mäßig ist und am besten funktioniert. Die Dame läuft unbeirrt weiter und ihr könnt wieder hinter eurem Rücken die Hand übernehmen. Kommt rechte Hand raus und könnt die nächste Figur vorbereiten. Ein Herr aus dem Weg wird angedeutet. Er tanzt eine Hook-Turn. Ups. Greift hinter seinem Rücken um und dann kommen wir rechte Hand raus. Ein paar Ideen, natürlich sind das Serviervorschläge, das könnt ihr so machen. Ein paar sind einfacher, ein paar sind ein bisschen kniffliger. Sucht euch einfach das raus, was euch am besten gefällt.